Und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Silence. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben jetzt noch eine Mission. Wir müssen die zwei kleinen Lumis fangen. Einer steckt schon im Rohr, den haben wir schon reingestopft. Aber wir haben jetzt hier die zwei. Nein, nein, du bleibst hier. So, den stopfen wir jetzt auch noch mit da rein. Und was ich mit dem da oben machen muss, der da rumspringt, ich habe keine Ahnung. So, den stopfen wir jetzt auch ganz gewalttätig da rein. So, ohne Rücksicht auf Verluste wird er jetzt auch mit da rein gestopft. So. Fopp. So, da ist dein Freund. Hey, meine Schnur. Na schön, behalt sie. Schenke ich dir. Nein. Dame. Flupp. So, haben wir jetzt alles? So, jetzt kannst du mit deinem Freund um die Wette krabbeln. Okay. Ich mach das Rohr besser zu, damit ich sie nicht wieder einfangen muss. Keksdose. Ich stopf einfach die Keksdose zwischen. Denke ich. So. Perfekt. Ja, das würde ich doch mal sagen. Läuft doch ganz gut jetzt. Die Lumis sind zu dick. Sie klemmen im Rohr fest. Oh, oh. Was soll ich jetzt machen? Können wir den Lumis Feuer unterm Hintern machen? Ich glaube, da ist doch diese Kanalisation. Ist das nicht so ein Kanalisationsrohr? Können wir da uns was einfallen lassen? Bum, 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 hast du eine bum, bum, Idee? Bum. Hey, Spotty, hallo? Naja, alles gut, wir machen das schon. So, wir dürften jetzt brennen. Und Loch in der Wand, da müsste das doch theoretisch zu den Rohren hochführen. Mal gucken. Pumpenhebe. Mal gucken, was uns das bringt. Okay, wir sind zu klein. Nein. Ach nee, warte. Wir können doch Spotty hier klein machen. Glaube ich. Zack. Wie kann ich mich wieder ausmachen, wenn ich jetzt hier lang gehe? Und jetzt müssten wir doch bestimmt den Pumpenhebel aufbekommen. Hoffe ich mal. Denn unser Handtuchspot kann sich ja so lang machen. Komm schon, du schaffst es. Ach, Spotty. Okay. Satz mit X war wohl nix. So, wir machen uns mal wieder rund. Vielleicht geht es so besser. So, ja gut, das Spotty ist jetzt zu dick. Dann machen wir es so. So, mal gucken, wo es uns jetzt hinschleudert. Na. Hip. Oh, 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 es tut mir leid, Spotty, es tut mir leid. So, mal gerade machen. So. Und wir schleudern uns jetzt nochmal in der Gegend rum. Hey. Ach, Spotty. Komm schon. So. Dann schieben wir die nochmal hier rüber. Dann haben wir, glaube ich, alles ausprobiert, was wir machen können. So. So, Gummischleuder. Häp. Zack. Ups. Spotty? Da hinten. Wer hätte da Luftballon? Hast du schon eine Idee, Spotty? Nein. Ich weiß, dass wir den Pumpenhebel irgendwie betätigen müssen. Ein Loch in der Wand. Kann ich da durchklettern?
Oh, vielleicht so? Passen wir jetzt so durch? Mist, Mist, Mist. Es bringt auch nichts. Zauberkiste? Ich muss mal ganz kurz gucken. Wir können zumindest schon mal den Splitter nehmen. Warte, fupp, fupp, so. Alles in Ordnung da unten, Spot? Nein. Ja, irgendwie ja nicht so. Wir müssen irgendwie durch die Kiste durch. Dann sind wir unser Feuerspot. Und als Feuerspot... Kann ich als Feuerspot fliegen? Ja, das haben wir vorhin schon gemacht. Vielleicht, wenn ich die Pauke gerade schiebe. Und damit mache ich Luftballons kaputt. Ich bin... Nee. So wird das auch nichts. So wird das auch nichts. Ja. Ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Fährt auf Luftballon. Hast du schon eine Idee, Spotty? Nein, leider noch nicht so richtig. So, ich puste nochmal da rein. Irgendwie müssen wir doch hier rauskommen. So. Was passiert, wenn ich schon mal hier durchgehe? Passiert, wenn ich zweimal durch die Kisten gehe? Dürfte, glaube ich, nichts passieren, oder? Ja, geh doch mal durch. Komm schon, Spotty. Jetzt brennen wir ja wieder. Wir müssen bestimmt irgendwie wieder diese kleinen Spots werden. Was anderes macht für mich keinen Sinn. Hä? Warum? Okay, ich frag dich. So, rein mit euch. Und dann müssten wir alle hier drauf fallen. So, und jetzt Pumpenhebe. Pumpenhebe. Und juhu. Jetzt hat sich was geändert? Hoppala. Oh, oh nein. Die Arme. Okay, wo sind sie? Da sind sie. Lumi. Onkel Rüben. Hey. Kartoffeln. Was ist das? Ach, nö. Wie kommt die denn jetzt hier hoch? Nein. Angelst du mit Haken? Unmöglich. Okay, dann tue ich die Bank mal hier rüberschieben. So. Komm schon, du Schatz. Komm schon, Zedwick. So. Stopp. Vielleicht kann ich das jetzt hier ranbinden. So. Wenn sie so clever sind, wie sie aussehen, werden sie darüber stolz. Oh, oh nein, die armen Dummies. Da fliegt immer noch ein Dummi in der Gegend rum. So. Komm her, Dummies. Wurzeltrolle. Hey. Wurzeltrolle, die kleinen Kartoffeln. So, Dummies, Dummies, Dummies. Keine Idioten-Lumis. Hab ich euch. Und jetzt können wir zu den Kindern gehen und denen die Lumis überreichen. So. Hallo Mädchen. Großes Tor und da können wir jetzt die Lumis abgeben. Oh, ich hab schon gedacht, da hat es mit den Lumi-Köpfen gemacht, so. Ich hab was für euch. Lumi! Wow,
wunderschöne Dummies. Die sind. Oh, wie putzig. Sowas von knuffig. Ja. Schau mal, wie komisch der brummt. Und ich glaube, Cedric weiß, warum die zwei hier sind. Denn Silence ist das Tor zwischen Tod und Lebendig. Und die Mädchen, die mit uns den Schneemann gebaut haben, das sind, glaube ich, die zwei. Und ich glaube, die sind nämlich gestorben durch den Bombenangriff. Weil wir haben gesehen, dass ein Mädchen vor unserem Bunker stand und dann nur noch Blut oder Asche von dem Mädchen übrig war an unserer Bunkerwand. So, da kommt unser kleiner Spotty. Yay! Ach, Spotty. Unser Gut Held. Gemacht. High five. Wie würde das denn machen? Bam. Yay. Supi, dupi. So, jetzt würde ich sagen, ab zum Hafen. Denn da sollen wir die anderen wieder treffen. So, ich hoffe, die Sucher werden jetzt nicht auf uns aufmerksam, weil wir ja den Splitter in den Stecken haben. So, ja, der lummelt, der hüpft hier noch fröhlich in der Gegend rum. So, weiter zu den Kanälen. So, du bist beschäftigt, ja? So, und es hat angefangen zu regnen. Ich hoffe, das wird uns jetzt nicht allzu sehr auf unserer Reise durch Silence behindern. So, wir müssen zum Hafen. Hier müssen wir durch, Spotty. Und dann ist es nicht mehr weit zum Hafen. Und wie kommen wir jetzt da rüber, Spotty? Ach so. Kann ich mich auf Spotty draufhängen? Oh. Oh, das ist ja noch viel besser als ein Schwimmreifen. Ach, wie süß. Aber es ist gar nicht so einfach, auf einem Wasserball die Balance zu halten. Winnie, ich ziehe meinen Hut. Da du ja noch dicke Klamotten anhast, gehe ich mal davon aus, dass das Wasser bestimmt auch kalt ist. Alles okay mit dir, Rini? Oh, schau, da kommen sie. Wer? Sam und Janus, da! Mit einem Rattenschwanzsuchern hinter sich. Oh, oh. Rini, send me! Wir legen sofort ab. Ich muss nur noch das Schiff klar machen. Okay, aber wir müssen den zwei helfen. Oh. Okay, Hebe. Und hepp. Komm schon, komm schon. Komm, Cedric. Spotty. Ah, Mist. Ja! Spotty? Ach, da ist er. Oh, süß. Gut gemacht, Spotty. Sehr schön. So, was müssen wir jetzt machen? So, die Segel sind gesetzt. Oh, oh. Da stimmt was nicht. Wir sind auch festgemacht. Shit. Verdammt. Sam und Janus sollen mit. Okay. Wollen wir die zwei wirklich zurücklassen? Wir können die doch nicht so zurücklassen, Cedric. Wir müssen ihnen helfen. Nein, wir müssen uns beeilen. Nein. Hier geblieben. Kyra, ihr habt wohl gedacht, ich bleib ewig versteinert, was? Gedacht nicht, aber gehofft. Geh weg, Cedric. Du kannst uns nicht aufhalten. Stimmt, Cedric? Herr mit dem Splitter!
Nein, den brauchen wir. Wir müssen Silence zerstören. Niemals. Ich bin die Königin. Ich bestimme. Ich lege das Schicksal von Silence nicht in die Hände eines Kindes. Runter vom Schiff. Oh, oh. Was? Ihr sollt den Anker werfen und runterkommen. Den Splitter könnt ihr bei mir lassen. Dann geht ihr darüber und löst Janus und Samuel ab. Oh nein, Cedric bietet die Stirn. Really, alle sollen Freunde bleiben. Oh. Wir können doch alle zusammenfahren. Ich meine, wir haben doch alle denselben Weg. Das Komm ist schon. Ein Rebellenschiff und ihr seid Royalisten. Also runter von meinem Schiff. Nein, runter von Tau. Lass uns in Ruhe. Zeppelt Beschützer Rini. Rini, du bist die Königin, tu was. Oh Gott, oh Gott. Ich zähle bis drei. Dann schieße ich das Tor auf und hetze die Suche auf dich. Nein, Sam und Janus sind doch dort. Keine Angst, Hochwohlgeborenheit. Das macht er ja doch nicht. Warum ist denn los? Spotty, regel du das, okay? Arusha freigeschaltet. Es ist nicht leicht, grün zu sein. Ich lass mich doch nicht von diesem Wurm vertreiben. Warum ist Kyra jetzt so eine Zippe? Ihr sollt den Anker werfen und runterkommen. Lächerlich. Kyras Bein. Runter vom Schiff. Lächerlich. Ach, Alter, Kyra, du bist... Kannst du das nicht so umschlingen und dann einfach... Lächerlich. Ach, Kyra, warum bist denn du so eine... Warum bist du so? Ich dachte, wir sind ein Team. Aua. Weh, du tust dem was weh. Nein. Nein! Verdammt! Zu spät. Tut mir leid. Oh Gott, nein, wir haben Spot verloren. Oh Gott, nein. Oh Mann. Kacke. Wieso lenkst du nicht zurück? Wieso rettest du Spot nicht? Noah würde ihn holen. Wozu? Wenn du den Spiegel zerschlägst, verschwindet er sowieso. Genau wie der Rest von Silence. Du bist feige. Noah würde alles für mich tun. Alles! Noah kann im Moment gar nichts tun. So sieht's aus. Du bist ein blöder Clown. Genau wie Noah immer gesagt hat. Ach, hat er das? Ich will nicht länger mit dir unterwegs sein. Ich will zu Noah. Na los, zeig mir den Thronsaal. Mach doch was, du nutzloses Ding. Oh Mann, Winnie. Tröste Winnie. Das hab ich doch alles gemacht, weil ich dich zu Noah bringen will. Dafür bin ich hier. Pass auf, ich setz den Kurs und bring dich zum Spiegel. Nimm den Splitter mit. Ach Mann, wir haben Spotty verloren. Und Kyra ist eine Zippe und Janus und Samuel haben wir auch einfach zurückgelassen. Der Splitter zeigt den Weg zum Thronsaal durch das Licht, das das Meer mit Hoffnung erleuchtet. Welches Licht erleuchtet das Meer mit Hoffnung? Der Mond, die Sterne. Kein Licht weit und breit, nur eine Wolkenwand. Hm. Ich probiere einfach mal was. Wir probieren einfach was. Ich habe keine Ahnung, was wir probieren. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Kann ich den drehen? Nein, kann ich auch nicht drehen. Wir müssen jetzt alles absuchen. Nee. So. Ich sehe aber auch nicht, was ungefähr so aussieht wie der Splitter. Oh, ich höre was. Oder auch nicht.
Ja, gut. Was soll ich jetzt hier probieren? Es ändert sich doch nichts, oder? Ändert sich hier irgendwas? Es wird lauter, hier ist ein Geräusch gewesen. Da hinten ist es irgendwie heller. Es ändert sich nichts. Irgendwie hier drüben muss es sein. Aber ich weiß nicht wo. Blöder Splitter, mach doch was. Shana sagt, der Weg führt durchs Licht. So, ich sehe hier aber kein Licht. Hier ist es ganz dunkel hier unten in der Ecke. Hier hinten ist Licht. Hier ist es am hellsten. Ich kann mit dem Splitter aber auch nichts machen. Hier, es muss irgendwo hier sein. Weil hier ist immer ein Geräusch. Aber hier drüben ist es am hellsten. So, jetzt müsste ich gleich wieder zoomen können. Oder auch nicht. Hier oben ist es ganz dunkel. Vielleicht da oben irgendwo. Kann ich aber auch nicht irgendwie wieder zurück, oder? Ich sehe. Oh, doch, doch, doch. Da. Da ist ein Leuchtturm. Bestimmt schon dreimal gesehen. Die Hoffnung, dass das Meer erleuchtet. Na klar. Hast du gehört, Rini? Wir müssen zum Leuchtturm. Okay, dann auf zum Leuchtturm. Bestimmt schon dreimal drüber gestrichen. Oh Mann, Rini. Zum Leuchtturm. Kurz vor Mond. Spotty! Spot? Sadwick? Oh! Spot? Wie Spotty! Cool. Du bist wieder da, Spotty! Ich bin ja so froh! Toll! Ich will auch fliegen! Aber wie? Oh! Wow! Wie cool! Wow, Spotty ist so süß! Ah, natürlich, es war ja eine Motte. Wie eine Motte im Wind. Errungenschaft. Oh. Hui. Wie cool. So, und Cedric ist jetzt alleine auf dem Schiff. Hab dich. Los, nochmal. Noah? I want to go home. I'll get you home. But you know what being here means, right? It's a dream world? It's a world between life and death. I'll get you home, I promise. But how?